Heute Abend haben sich die Berliner Drag-Queens der Subkultur auf den Weg ins KDW gemacht. Schick gestylt wird die Parfümerieabteilung des ehrwürdigen Berliner Kaufhauses zur kreischenden Kulisse. Supermodel Ru. Das sind dieses Hair, du, die langen Beine, bla 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 bla. Und dazu noch die Stimme, natürlich, singt er toll. Und dass sie eben die richtigen Produzenten zur richtigen Zeit. Und das ist genau wie Kaspine sagt, diese Welle war da mit den Supermodels und sie bringt dieses Lied raus. Und es war dann 10 Jahre früher, Rumpf, Travestie, eine der ganz normalen und selbstverständlichen Unterhaltungsformen in Deutschland und in der ganzen Welt sein wird. Genauso wie Moderationen von Linda de Mol oder Rudi Carrell oder Fußball. Supermodel RuPaul musste über 15 Jahre tingeln, bevor der große Durchbruch kam. Wenn sich dagegen Jerome Castell bei seiner Performance